Montag, 27. November 2017, 15:14 Uhr. Mit heftigen Protesten haben Ärzteverbände auf Spattforderungen nach einer Bürgerversicherung reagiert. Wer die Bürgerversicherung will, der startet den Turboladerin die Zweiklassenmedizin, sagte Bundesärztekammerpräsident Franco Rich Montgomery. Einheitssysteme wie in den Niederlanden oder Großbritannien führten zur Rationierung, Wartezeiten und Begrenzungen der Leistungskataloge, so Montgomery. Diejenigen, die es sich leisten könnten, sicherten sich dort einen exklusiven Zugang zur Spitzenmedizin als Selbstzahler oder durch teure Zusatzversicherungen. Die Existenz der privaten Krankenversicherung sorge für Innovationen bei Diagnostik und Therapie und setze damit die Krankenkassen unter Zugzwang, sagte Montgomery weiter. Privatversicherte ermöglichten mit ihrem kostendeckenden Finanzierungsbeitrag zudem eine hochwertige medizinische Ausstattung von Krankenhäusern und Praxen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnte, eine Bürgerversicherung löse kein einziges Problem in der gesetzlichen Krankenversicherung. Kritisch äußerten sich auch der Hartmann-Bund und der Hausärzteverband. Die Bürgerversicherung wäre eine Kernforderung im Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Aus ihrer Sicht besteht die von Montgomery beschworene Zweiklassenmedizin schon heute. Erst durch den Systemwechsel würden Bürger unabhängig von Einkommen und Wohnort die beste Versorgung bekommen. In die Bürgerversicherung würden alle gesetzlich Versicherten aufgenommen. Bisher Privatversicherte sollen wählen können, ob sie ebenfalls in die Bürgerversicherung wechseln möchten. Arbeitgeber und Versicherte würden nach Wunsch der SPD zudem wieder den gleichen Anteil am Versicherungsbeitrag zahlen. Lauterbach spricht von zentralem Anliegen bei möglichen Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition. Eine Bürgerversicherung in zentrales Anliegen einer Partei, sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Passauer Neuen Presse. Weiterhin forderte der SPD-Fraktionsvize die Bekämpfung von Altersarmut und Korrekturen mit Blick auf geringfügige Beschäftigung. Wir wollen eine Bürgerversicherung mit einem gemeinsamen Versicherungsmarkt ohne Zweiklassenmedizin, sagte Lauterbach. Sollte in diesen Gerechtigkeitsfragen keine Einigkeit erzielt werden, gebe es nicht den Hauch einer Chance, dass dies Mitglieder einem Koalitionsvertrag zustimmen würden. Verhandlungen mit der Union sprechen Lauterbach zufolge nicht automatisch für eine Regierungsbeteiligung. CDU und GSE müssten vielmehr bereit sein, sich zu bewegen und erst inhaltlich entgegenzukommen. Die Wahrscheinlichkeit für eine weiter große Koalition sei bei 50:50 keineswegs höher. An der SPD-Basis gäbe es keine Sehnsucht nach einer Neuauflage des abgewählten Regierungsbündnisses. Auch eine Notwendigkeit bestehe nicht, stellte Lauterbach klar. Sollte die Union den Sozialdemokraten nicht entgegenkommen, stünden Neuwahlen nichts im Wege. Dies muss sich nicht vor Neuwahlen fürchten.